Vorsorgekoloskopie hat die Dringlichkeit und die Empfehlung, weil wir im Jahr in Österreich ca. 5000 Dickdarmkrebse im Rahmen einer Vorsorgekoloskopie oder im Rahmen einer Vorsorge entdecken. Das Kolonkarzinom ist sowohl bei Männern als auch bei Frauen das dritthäufigste Karzinom. Das heißt, wir sind sehr darauf bedacht, dass wir diese Untersuchungen durchführen. Wenn wir rechnen, dass wir pro Jahr ungefähr 5000 Kolonkarzinome entdecken, dann macht das im Monat ca. 420 Karzinome, die wir finden. Wenn wir jetzt in ein neuerliches Lockdown gehen, 2-3 Monate nicht endoskopieren, sind das weit über 1000 Fälle, die wir nicht entdecken. Darum raten wir auch, in Pandemiezeiten zur Koloskopie zu gehen, damit diese Karzinome entdeckt werden und damit die Patienten auch kurativ, das heißt geheilt, behandelt werden können. Wir in Döbling bemühen uns sehr, dass wir alle Richtlinien einhalten. Wir haben im Ambulatorium Döbling den Vorteil, dass wir an die Privatklinik angeschlossen sind. Damit sind alle Sicherheitsmaßnahmen, die von der großen Klinik implementiert werden, für uns nutzbar. Wir haben beim Eingang, wird dem Patienten Fieber gemessen. Wir füllen alle einen Fragebogen auf, sodass auch das Contact Tracing nachher funktioniert. Und eigentlich werden nur gesunde Patienten zu uns vorgelassen. Wir haben in unserem Terminmanagement die Termine optimiert, sodass es in unserem Wartebereich zu keinen Wartezeiten kommt oder nur zu minimalen Wartezeiten. Wir versuchen, dass die Patienten zu ihren Terminen kommen, sodass maximal 5 Patienten zeitgleich in unserem Wartebereich sind. So viel Platz haben wir und das geht sich eigentlich gut aus. Patienten kommen zu uns in den Wartebereich, melden sich am Schalter an, nehmen dann Platz und werden dann von einer Endoskopieschwester aufgerufen und in das Zimmer hineingeführt. Im Raum zieht sich der Patient in einer Umkleidekabine um und bekommt für die Koloskopie so eine eigene Vorsorge-Koloskopiehose, die er sich dann anzieht, und dann machen wir die Untersuchung. Wir arbeiten in erster Linie mit einer Sedo-Analgesie. Es werden fast alle Patienten, es sei denn, sie wollen es überhaupt nicht, sediert. Das heißt, sie bekommen von uns eine Nadel gesetzt, sie bekommen von uns eine Sedoanalgesie mit Dormicum und Propofol und verschlafen die ganze Untersuchung. Das nennt sich eigentlich die sanfte Koloskopie, sodass die Patienten da gar nichts mitkriegen. Wir hören immer sehr oft nachher, ist die Untersuchung jetzt schon gemacht oder wann fangen wir denn endlich an, weil diese Medikamente wirklich gut wirken. Wir legen besonderen Wert auf ihre Sicherheit. Wir haben eine Endoskopieschwester, die sich nur um sie kümmert während der Sedierung. Es wird die Herzfrequenz, der Puls und die Sauerstoffsättigung überwacht. Die zweite Endoskopieschwester hilft dann dem Arzt bei der Untersuchung. Wenn die Untersuchung vorbei ist, kommen sie mit der Liege in unseren Aufwachraum, wo sie noch eine Stunde bleiben müssen. Wenn die Stunde vorbei ist, werden noch einmal alle Vitalparameter kontrolliert, dann führen Sie noch ein Arztgespräch durch und dann findet die Entlassung statt. Wir sind für Sie da, uns liegt Ihre Gesundheit am Herzen.